Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute wieder 5 Imitationen. Und als erster kommt hier Stefan Weiß aus Schwanewede. Ja, ein bisschen Staub darauf. Ja. Finanzverwaltung eilt. Sehr eilig. Wird von Schwanewede wenig eingenommen beim Finanzamt? Ist alles so altmodisch, so antik fast? Ja doch, ich denke, unsere Einnahmen stimmen so. Aber die Einrichtung ist so immer noch vorhanden. Was sind Sie genau beim Finanzamt? Ich bin im Moment Finanzanwärter im 2. Ausbildungsjahr und habe so die Finanzverwaltung schon kennengelernt, auch vom Geschäftsbetrieb, und bin auch schon in der Hochschule gewesen. Ist das so eine Art Leidenschaft von Ihnen, Finanzbeamter zu werden? Oh ja, schon. Ich mache das ganz gerne. Es ist eine ganz schöne Atmosphäre, so zu arbeiten. Das gefällt mir. Ja. Nun haben wir viele Steuererhöhungen und da werden demnächst auch noch ein paar von zukommen, schätze ich. Beschweren die Leute sich bei Ihnen? Ja, das kommt schon vor, dass sie sich beschweren bei uns. Allerdings sind wir ja die ausführende Gewalt der Finanzgesetze und haben eigentlich mit der Gesetzgebung so direkt gar nichts zu tun. Nur wir kriegen das Ganze ab von den Steuerbürgern und müssen zusehen, denen das möglichst gut zu erklären. Mhm. Wen möchten Sie imitieren? Shakin' Stevens. Shakin' Stevens? Ja. Sind Sie ein Fan von ihm? Oh ja, ich bin ein begeisterter Fan von Shaky. Ich habe auch ein Konzert besucht von ihm und habe das immer verfolgt, was um ihn so rum passiert ist. Alle Platten gekauft? Ja, richtig. Ich habe alle Platten zu Hause von ihm. Poster, also ganze Wände tapeziert. Aber Posen. Aber noch nie begegnet? Nein, Shaky habe ich noch nie so gesehen. Nie die Hand gedrückt? Nein, leider nicht. Na, da habe ich eine Überraschung für Sie. Ja. Oh. Hier ist unsere Putzfrau Annelie. Annelie, komm hier. Applaus für Annelie. Und Annelie ist Putzfrau hier beim WDR. Ja. Wie lange schon? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Und Sie haben Shaking Stevens die Hand gedrückt. Ja. Schau eben die Hand rein. Guck mal, dass sie hat. Ah. Wirklich hat die Hand gedrückt. Aber nicht nur Shaking Stevens natürlich. Es kommen so viele Stars hier. Noch andere Stars? Oh ja, noch mehrere. Ich weiß jetzt nur nicht jetzt den Namen dafür. Ja. Dann sind viele Shows hier. Ja. Wer macht den meisten Dreck? Oh, das kann ich nicht so sagen. Alle sind viel, viel Dreck. Wir machen alle Dreck? Alle. Also nicht einer, der mehr macht? Nein, nein. Na, es liebt ist alles gleich. Hinter den Kulissen hast du zu mir gesagt, Jürgen von der Lippe, aber jetzt raus ist es. Aber das war mal bei Donnerlippchen. Ne? Ja, neuen Shows, bei Donnerlippchen, ja. Ja, okay, ja. Nun habe ich zufälligerweise gehört, dass vor ein paar Wochen sollten Sie im Fernsehen sein. Man hatte schon Ihr Gesicht aufgezeichnet, Sie hatten sich wahnsinnig gefreut und dann haben die es wieder rausgenommen aus der Sendung. Stimmt ja, das? Es war keine große Bewegung da drin. Nee, aber Sie waren froh, dass Sie im Fernsehen waren und dann hat man es rausgenommen. Ja. Und dann waren Sie traurig. Ja. Ja. Sie möchten auch einmal im Fernsehen. Na, jetzt sind Sie einmal im Fernsehen. Ja. Aber möchten Sie mal einmal ganz schick im Fernsehen sein? Ja, das möchte ich gerne. Ja? Ja. Hätten Sie mal Lust, am Schluss der Sendung die Mikrofone zu überreichen? Oh ja. Im Abendkleid? Ja. Schön aufgedonnert so? Ja. Ja? Okay, dann machen Sie das. Gut. Ja? Okay, dann gehen Sie mal nach hinten, kriegen Sie Danke. Kleidung, alles, Maske und so weiter. Bis nachher. Bis nachher. Tschüss, Annelie. treten Sie auch auf als Shaken Stevens. Ja, bin ich schon aufgetreten und zwar im Rahmen einer Discjockey-Tätigkeit in meinem Bekanntenkreis. Und da nehme ich diese Show-Einlage, um die Leute also richtig aufzumöbeln, um Stimmung zu machen. Sind Sie auch schon ein Discjockey? Ja, richtig, genau. Ja, ja. Mit welchem Lied möchten Sie ihn imitieren? Oh, Julie. Oh, Julie. Yeah. Braucht keine Übersetzung.